InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Damit hat wohl niemand gerechnet. Da der Aufschwung der Linzer Athletiker in den letzten Wochen, da die wenigen Tore, mit denen die Rieder bisher leben mussten. Und dann dieses Spiel. Wir würden es spürt ausgehen. Ich glaube unentschieden. Was ist, wenn die Rieder gewinnen? Ja, dann bin ich traurig. Am Wahlsonntag, als ORF-Live-Spiel kurzfristig umdisponierte Begegnung. Das war nicht unbedingt Positivzeichen für das Derby. Als es dann in der 30. Minute nach einem Wallner-Treffer auch noch 0:2 stand, dachten viele der Besucher, hoffentlich habe ich zumindest bei der Wahl richtig gewählt. Und dann kam das unbestimmbare Rieder-Kampfgeist-Syndrom wieder einmal zum Einsatz. Das erste Lexer-Tor ließ zum 1:2 aufatmen. Pausenstand. Danach in der 48. Minute der Ausgleich durch Nacho. Zum 3:2 wieder Nacho in der 57. Minute. Zum 4:2 kickte der soeben ins Spiel gekommene Nuiu 1,80 Meter lang in der 80. Minute ein. Was keiner mehr geglaubt hatte, war wahr geworden. Und dann noch das 5:2 in der 90. Minute durch Brenner. Das ist ein Wahnsinnsergebnis. Hätte man das überhaupt nicht drama lassen nach dem 2:0. Das hat auf jeden Fall heute der Tüchtigere gewonnen. Und ich habe gewusst, nach dem 2:0 für den LASK, der das eigentlich aus dem Nichts entstanden ist, dass die Partie für den LASK nicht gelaufen ist. Ein hochverdienter Sieg für Ried. Einfach herrlich. Ried am Jugendtrip? Ja, es ist schon beachtlich. Ich glaube, der Ziegel hat 85 oder 80 Minuten gespielt, hat sich toll eingefügt. Wobei man sagen, auch da hat ja der LASK aufgeholt, auch der LASK hat ja mit Kobleder, Markreiter, eine sehr, sehr junge Abwehr. Wir sind schwer in die Partie gekommen, aber ich glaube, ab dem 2:1 dann waren wir klar überlegen und haben am Ende auch noch verdient gewonnen. Nein, war nicht erwartet, sicherlich auch nicht in dieser Höhe. Ich meine, wir haben ja heuer offensiv ein bisschen Probleme gehabt und hat auch heute lange Zeit nicht so ausgesehen. Also wir sind sehr schlecht ins Spiel gekommen und dann halt durch einen schönen Freistoßtreffer auch in Rückstand. Wobei dann denke ich, haben wir uns eigentlich begonnen zu erfangen, haben wir dann waren wir sicherlich eher die überlegene Mannschaft, ohne jetzt die großen Torschancen zu haben. Und wie aus dem heiteren Himmel ist dann das 2:0 für den LASK passiert. Und da muss ich sagen, ein großes Kompliment an alle, dass wir da nochmal zurückgekommen sind. Wie sicherlich wichtig der Anschlusstreffer vor der Halbzeit. Und zweite Halbzeit, denke ich, hat es dann eigentlich keine Frage mehr gegeben, wer als Sieger den Platz verlässt. Wie macht das Ried? Verjüngungskur und trotzdem wieder oben auf. Das ist gar nicht so schwer. Ja, es müssen, und das habe ich schon, glaube ich, 50 Mal gesagt, es müssen alle im Verein, nicht nur die Spieler, nicht nur die Trainer und nicht nur die Betreuer. Es müssen alle das ganze Jahr wirklich hinter dem Verein stehen. Und das ist das Entscheidende. Wie geht man nach Linz in nächster Woche? Ganz einfach, es wird etwas überdimensional seitens der Medien so ein Spiel des Jahres oder eben das Derby hochgeschaukelt. Und für mich ist es genauso wie ein Cupspiel, das wir vielleicht gegen einen Drittligisten zu bestreiten haben. Wiederum eine Woche der Vorbereitung auf das nächste Spiel. 5:2 für Ried, nicht erwartet in dieser Größe, in dieser Dimension? In dieser Dimension nicht. Ich habe gewusst, dass es in Ried sehr schwer wird. Das wäre eigentlich mit einem Unentschieden sehr zufrieden gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim Stand von 2:0 habe ich schon geglaubt, dass wir diesmal den ersten Sieg einfahren. Es war das 2:0 für uns der Knackpunkt. Wir sind dann danach gar nicht mehr in die Zweikämpfe gegangen, haben gedacht, wir können das alles spielerisch lösen und das geht nicht. Du musst diesen physischen Fußball erst annehmen und kannst darüber hinaus dann besser den Fußball spielen. Ja, nach dem 0:2 haben wir aufgehört, Fußball zu spielen, haben viele dumme Fouls gemacht, auch nicht mehr kombiniert und den Gegner nicht mehr in der eigenen Hälfte gehalten, bis zu den 2 Toren. Und das ist uns natürlich dann auf den Kopf gefallen. Wir sind zusehends verunsichert, also unsicherer geworden in der Defensive auch und haben zu Recht hier 5:2 verloren.